Alter, du pennst noch? Wenn ich dich treten könnte. Hallo, du bist zu langsam. Im Galopp! Hiya! Spute dich, Schmied! Das nennst du Galopp? Das braucht nicht mal Kondition. Hehehehe. Tue ich eigentlich meinen Bogen ziehen? Ah, so. Taste 2. Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur, als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Yeah, Pferdescheiße. Du hast mich auch fixiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, kann es sein, dass ich Hunger habe. Wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt? Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Essen, verderben wir uns nicht die Jagd. '83, '90 Muss reichen. Oh, ich habe wieder schlechtes Essen gegessen, ne? Totenkopfzeichen, was auch immer das heißt. Das hier. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du die Sonne geht auf, Holzkopf nice. Bist, lernst du vielleicht etwas. Oh, sieht das schön Und aus. Wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterher zu rennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, ja. Nächste Woche spielen wir übrigens, Hör zu. Kein ich Kingdom Come Deliverance? Ja, red du. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ja! Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Alter, wie lange laufen wir? Lang? Also, nächste Woche dann Theme Park World. Zweiter Versuch. Staffel 2, nennt's wie ihr wollt. Wenn ihr schon immer mal im Arsch der Welt sein wolltet, dann schaut mal jetzt hin. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ich will kein Turnier. Hier gibt's...
Treffgabe fehlgeschlagen. Ja, toll. Was soll ich tun? Schlage das Lager auf? Schlafen und speichern. Öffnen. Sachs. Also die holen wir uns gleich mal alle raus. Die auch. Und das Dörrfleisch ist lang haltbar. Rustikaler Eschenbogen. 37. Was hab ich für einen? Einen besseren. Okay. Bring an Hans Wein und Speck aus seiner Satteltasche. Ey, du Wichser. Dein Herr befiehlt dir, Wein und Speck zu holen. Die Schnauze. Du hast erhalten Speck. Wo ist der Wein? Was tust? Schon dabei, Herr. Na, endlich! Ja, Wein kriegst du aber nur ein. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Womit vertreiben wir uns die Zeit? Mit Ringelpiez und Anfassen? Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Welches Weib meinst du denn? Selbst studieren ist interessanter. Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Reden tut den Ruf verbessern? Ich sollte mehr reden. Hübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Was werden wir jagen? Weiber! Kuman! Kuman? Was? Kuman? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also, erzähl mir von Scarlett. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Na gut. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlett getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Oh, meine Alte, und die konnte Bier brauen. Ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins, wenn der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachen ritt?
die Kumanen Hörner und Hufe haben. Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Wie jetzt? Jetzt laufen wir zurück, oder was? Warte bis zum Morgengrauen. In den Topf geben? Ja. Warte mal. Haratai ist hier unten. Und wir waren ursprünglich oben links an der Karte. Ja, Mensch, sind wir ja schon gut rumgekommen, ne? So weit weg. Aber wie ist denn das jetzt hier zeitlich? Bis zum Morgengrauen, richtig? Wie war das? Alter. Warte bis zum Morgengrauen. Gut, ich könnte jetzt die Tai tot sitzen oder mich hier mal ein bisschen umgucken. Essen müssen wir nix. Haben wir gerade. Was geht hier noch so? Schlafen und speichern. Ist schön, dass wir hier speichern können. Was? Gegenstand was? Was war das? Egal. Jo, dann... Keine Ahnung, komm, wir laufen mal hier hoch. Und nehmen mal einen Bogen in die Hand. Was auch immer das Wildschweinzeichen bedeutet. Wenn ich jetzt einen Hirsch oder so erlege, ne? Dann wäre der richtig angepisst. Oh, fuck. Ha! Ausbeute. Erledige Wild, sei eine gute Fleischquelle. Wenn der Jägersmann jedoch an einem Jagdtrophäe oder an einem Innereien des erlegten Wildtiers gelangen will, muss er eine entsprechende Spezialisierung erlernen. Liegt hier mein Pfeil noch irgendwo? Diebstahl. Wie was, Diebstahl? Alter, ich darf mich nicht verlaufen, ne? Ja, komm, wir haben Zeit. Hase HD wäre nicht begeistert. Yo. Hallo? Ich weiß, dass ich bereue es, weil ich muss den ganzen Scheiß zurücklaufen. Aber ich will jetzt trotzdem noch wissen, was da vorne ist, wenn ich aus dem Wald rauskomme. Ich hoffe, lauf nach Scarlett und jagt die Kumanen. Die Waffe weg. Episch. Wie kann man sich eigentlich ducken? Schleichen. Voll unauffällig. Ich bin eins mit der Natur. Du hast keine Pfeile. Fick dich, das kann gar nicht sein. Besserter Jagdpfeil.
sind so weit weg. Easy going. Naja. Oh, fast. Wäre zwar das Falschere, ich lasse es. Komm, scheiß drauf. Wir gehen wieder. Jetzt kommen wir hier nie voran. Aber da laufe ich noch hin. Meine Axt. Die ich irgendwie nicht anwählen kann. Warum nicht? Ich komme in Frieden. Vielleicht. Ich will eine Meldung, dass ich jetzt hier irgendwas entdeckt habe. Da wohnt doch jemand. Wieso weiß ich, dass ich gleich tot bin? Hallo? Jemand da? So spät ist jetzt auch noch nicht. Schloss knacken sehr leicht. Wie war das nochmal? Alter. Ich raff's halt. Schloss drehen, die. Neue Stufe erreicht. Schlösser knacken. Na dann. Du bist in einem privaten Bereich. Okay. Hier ist niemand. Fuck, die ist noch wach. Tür zu. Deine Truhe. Ein echtes Bett, das wäre schon mal was. Wenn ich raffen würde, wie das geht. Skill erhöht. Come on. Klamotten, Unterhemd, Frauenkleider, Reiterstiefel, immer mit. Was ist denn am wertvollsten? Oh, Clown, Clown, Clown. Ich bin überladen, nicht gut. Erstmal raus hier. Raus hier. Okay. Tür zu. Okay. Ich bin ein Packesel. Egal. Ich vercheck beim Schneider. Jetzt wird's auch noch dunkel. Wo muss ich hin? Geradeaus. Okay, ich muss irgendwas fallen lassen. Was heißt die Hand? Das kann ich nicht anziehen, weil ich keine Tucke bin. Ist in Ordnung. Ich will es ja auch nicht anziehen. Ich will irgendwas. Gewicht. Wo ist Gewicht? Hier, Gewicht. Lederwams. 5. Guck mal, du bist Schrott. Fallen lassen. Bin ich noch überladen? Minimal bin ich noch überladen. Können wir... Der Knüppel hat einen Wert, den könnte ich auch verkaufen.
Nahrung. Wie schaut's denn bei Nahrung aus? Ich bin überfressen. Na toll. Auch das funktioniert in dem Spiel ganz gut. Sonstiges. Vogelkäfig brauche ich noch. Dietrich, ja. Fliegen. Verband. Groschen. Kuhne Schlüssel. Hat kein Gewicht. Die Schaufel wiegt 4. Ich muss doch irgendwas klamottentechnisch wegschmeißen. Was ist denn noch total am Arsch? Die Jagdhandschuhe, aber die habe ich halt an. Alte Stiefel. Fußwickel mit Sohlen. Weg damit. Beinrüstung? So, ich brauche Schuhe. Ich habe Schuhe. Warum ist das jetzt rot? Kein Plan. Weiter. Wir sind nicht mehr überladen. Fette Beute gemacht. Hi, White Wolf übrigens. Habe ich schon erwähnt, dass mir noch 2 Abos fehlen für das nächste Emoji? Ihr werdet doch noch irgendwo 2 Twitch Prime Konten auftreiben. Ist ganz schön dunkel hier. Okay, machen wir es anders. Was für ein Emoji wollt ihr haben? Ich bastel es. Der sappt, der kriegt, was er möchte. Aussichtsturm-Emoji für Ulf. Das Ulf nie benutzen kann, weil Ulf ja nie sappt. Aber die Idee wäre cool. Quasi-Emote? Nee, das geht gar nicht. Ein Aussichtsturm. Ja, okay. Machen wir einen Aussichtsturm. Scheiße, falscher Weg. Der andere, entweder frisst er noch oder er pennt. Ich penne hier, wenn es recht ist. Speichern und schlafen. Bis hierhin, ne? Sonnenaufgang. Dann ist meine Sattheit noch gut, Energie und Gesundheit super. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen. Kann übrigens passieren in dem Spiel, ne? Dass man im Schlaf ausgeraubt wird oder sowas. Kann alles passieren. Gut, dann wäre das geklärt. Dann fehlen jetzt nur noch 2 Subs. Der dauerhaft? Das weiß ich nicht. Also er bleibt auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Muss ich die 35 den Schnitt halten? Was ja hoffentlich. Boah, ich hab gedacht, da schleicht sich jemand an. Der Fall sein wird. Alter, du pennst noch? Wenn ich dich treten könnte. Eigentlich sollte ich dich wecken. Ja? Aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Nein. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel.
Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Alles Gute. Ist das dein fucking Ernst? Eigentlich sollte ich den Bogen auch mitnehmen, denn er ist voll wertvoll und das Sachs hier auch. Und wenn er jetzt hier noch pennt, dann schmeißt man halt irgendwas anderes weg. Wie die alten Stiefel zum Beispiel. Oh, noch deutlich Übergewicht. Die Bunthaube. Ja, die ist ja voll wertvoll. Olivenbeinige Hose. Was ist denn nix wert? Komm, sortier mal nach Wert. Kapuzenschal, natürlich, den habe ich aber an. Das grüne Hemd habe ich nicht an. Das wiegt aber auch nix. Die Brüstung wiegt zu viel. Scheiße, ich muss Gewicht lassen. Ich muss irgendwie gewichtlos werden. Oh, der Knüppel. Weg mit dem Knüppel. Mehr. Ellenbogenkacheln. Die kann ich nicht anziehen, ne? Weil die wiegen 2. Scheiße, schmeiß weg. 0,4 Gewicht. Okay. Wir schmeißen weg. Grünes Hemd. Gut. Aufstehen. Habe ich schon erwähnt, dass mir noch 2 Abos fehlen? Yo, habe ich Hunger? Ein bisschen. Boah, ich könnte das Karnickel reinschmeißen, ne? Was wiegt eigentlich das? Essen. Ich hätte mir noch echt hier noch einen schönen Abend machen können. Hasenfleisch. Das ist eh schon durch. Komm, mach mal. Probier mal aus. In den Topf geben. Geht nicht. Ich hätte Wein reinknallen. Ja, toll. Ja, toll. Weißt du was? Dann esse ich jetzt einen Apfel. Bin Sattheit. Ja, okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Setzen. Eine Stunde warten. Ach, der Herr? Na? Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Fick dich. Ach, wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Nein! Keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Ich werde ihn verkaufen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat.
Gewiss, Herr. Selbstverständlich, Herr Hans. Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätze und will nicht, dass du sie mir wegnimmst.